Hallo und herzlich willkommen bei Next Move. Mein Name ist Thomas Geiger und das ist der neue BMW iX2. Ja, alles wartet auf die neue Klasse, mit der BMW den großen Sprung bei den Elektroautos machen will. Aber erstmal müssen wir uns noch mit ein paar kleinen Schritten begnügen und gehen hier nochmal ins Volumen. Nach dem iX1 und dem 2er Active Tourer jetzt also der iX2, die Coupé-Variante in der kleinen Baureihe von BMW. Wobei, klein ist so eine Sache. Das Auto ist deutlich größer geworden als bisher, fast 20 cm länger. Das heißt, es bietet deutlich mehr Platz auf dem Rücksitz, deutlich mehr Platz im Kofferraum und dafür nicht mehr ganz so ein provokantes Design. Die Coupé-Linie ist deutlicher herausgearbeitet. Es passt jetzt also in die Familie mit X2, X4, X6. Dafür ist er nicht mehr ganz so wild und nicht mehr so jugendlich. Unter anderem das legendäre BMW-Logo hier hinten auf der C-Säule, das uns an den M1 erinnern sollte, ist leider verschwunden. Spaß macht er allerdings trotzdem noch. Und wie viel davon, das probieren wir jetzt gleich aus. Während draußen alles neu ist, wirkt das innen alles sehr vertraut. Wer schon mal im iX1 gesessen hat, der fühlt sich auch im iX2 ganz ordentlich zu Hause. Bis hin zu den leicht penetranten, aber aus Brüssel vorgegebenen Warntönen, die hier jedes Mal aufpoppen, wenn man einen Ticken zu schnell fährt. Und einen Ticken zu schnell fahren, das wisst ihr alle, klappt bei Elektroautos besonders leicht, weil man eben so ein bisschen das Gefühl für die Geschwindigkeit verliert. Und weil, so weit ist BMW sich treu geblieben, der iX2 natürlich vergleichsweise potent motorisiert ist. Wir sitzen hier in der vorläufigen Top-Version mit xDrive, Allradantrieb und zwei Motoren, zusammen 230 kW. Alternativ gibt es noch eine Einstiegsversion, ein 2.0i mit 150 kW und dann eben Frontantrieb. Höchstgeschwindigkeit in beiden Fällen allerdings auf 170 km/h limitiert. Der Akku hat eine Kapazität von 64,8 Kilowattstunden. Das reicht je nach Variante für einen maximalen WLTP-Wert von 478 km für den Fronttriebler und 449 km für den Allradler. Das heißt, der Durchschnittsverbrauch liegt im besten Fall bei 15,3 Kilowattstunden. Danach wird die Sache ein bisschen problematisch. Wenn es ums Laden geht, ist der iX2 wie alle Autos auf dieser Plattform nicht eben ein Champion. 11 kW Wechselstrom, maximal 130 kW Gleichstrom. Das ist allenfalls unterer Durchschnitt und da wird es dann Zeit, dass sich bald mal was tut. Wir hatten es schon davon, die neue Klasse ist am Horizont, dann sollte sich Laden dramatisch verbessern. Bleibt zum Schluss noch der Blick auf den Preis und auch der ist typisch BMW. Der hat es nämlich in sich. Der 2.0er kostet 49.400 Euro aufwärts. Für die Allrad-Variante verlangt BMW 56.500 Euro. Und wer ein bisschen Ausstattung dazu packt, ist schnell bei 60.000 oder 70.000 Euro. Dafür fährt das Auto so, wie man es von einem BMW erwartet. Die Lenkung ist knackig, das Fahrwerk ist stramm. Ich habe unterschiedliche Fahrprofile. Ich habe eine Boost-Taste, mit der ich kurzfristig die Leistung noch mal ein bisschen steigern kann. Das gibt dem Fahrer das Gefühl, er hätte tatsächlich das Auto in der Hand. Und das Überholen macht dann deutlich mehr Spaß. Ich habe, wie so oft, relativ alberne E-Sounds. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Schreibt das in die Kommentare. Ich finde, wenn schon Elektroauto, dann bitte leise und nicht mit irgendwelchen futuristischen Raumfahrtklängen. Das ist laut genug im Auto. Da ist er nämlich schon wieder der Geschwindigkeitswarner. Das heißt, ich brauche nicht zusätzlich einen Soundgenerator. Aber wie gesagt, Geschmackssache. Und das Gute ist, wenn ich mich hier durch die Menüs friemel, dann kann ich den auch ausschalten. Apropos Menüs friemeln, noch eine Neuigkeit, die wir allerdings auch schon aus dem iX1 kennen. Der iDrive-Controller, dieser Drehknubbel, der bei BMW immer auf dem Mitteltunnel war, ist in diesem Auto Vergangenheit. Alles, was ich bediene, mache ich entweder über Sprachsteuerung oder über Touchbedienung. Vorteil davon, es ist hier deutlich mehr Platz. Die Mittelkonsole ist zweilagig. Ich habe hier unten also nochmal einen zusätzlichen Staufach. Ich habe hier vorne
große Cupholder und eine große Ablage, in die ich mein Smartphone stecken kann, kabellos laden. Und der Gesetzgeber wird es nicht ganz so gerne sehen, aber eigentlich ganz geschickt. Ich kann zumindest mit einem halben Auge nebenbei auf den Bildschirm schauen. Ja, den ersten halben Tag mit dem neuen iX2 unterwegs und ich weiß nicht so recht, was ich von dem Auto halten soll. Einerseits ist es ein typischer BMW, nicht mehr ganz so provozierend wie der Vorgänger, dafür elektrisch. Und es ist ein Auto, das relativ einzigartig ist in dem Segment. Deutlich größer, deutlich seriöser als ein Mercedes EQE, aber jünger, jugendlicher, dynamischer und kleiner als ein Audi e-tron Q4. Also von daher eigentlich nicht so schlecht positioniert. Was mich zweifeln lässt, ist die Elektrotechnik. Fahrleistung, Reichweite, Motorleistung, alles okay. Wenn es um die Ladeleistung geht, da ist der iX2 allenfalls durchschnittlich. Maximal 130 Kilowatt. Das können Konkurrenten aus China und Konkurrenten aus Europa mittlerweile deutlich besser. Aber auch da ist Besserung in Sicht. BMW arbeitet an der neuen Klasse. Nächste Generation Batterie, nächste Generation Leistungselektronik. Spätestens dann wird das Laden auch besser. Das wird dem Auto nicht mehr helfen, aber da er vergleichsweise einzigartig positioniert ist, wird der seinen Weg trotzdem machen. Und wer zu Hause lädt, der muss über die Ladeleistung ja nicht nachdenken. 11 Kilowatt sind auch nicht super, aber das reicht, um über Nacht wieder voll zu werden. Ansonsten bin ich gespannt, was ihr von der Ladeleistung haltet, wo für euch das Maximum oder das Minimum liegt und was für euch ein K.O.-Kriterium wert. Schreibt es in die Kommentare, wir lesen es gerne nach. Und BMW liest sicher auch mit und hat es im Kopf, wenn es irgendwann ans Facelift geht.